Auf das Triple, auf Katalanisch, ein Triplette, ne? Ist möglich. Für ihn, dem man schon jetzt nachsagt, sein Ziel dürfe mit Recht sein, in Zukunft der Beste seines Fachs werden zu wollen. Ist das sein Ziel? Nein, ich glaube, das Ziel ist für uns alle und das ist das Wichtigste, das Spiel zu gewinnen, weil nur über Titel kannst du dich weiterhin beweisen, kannst du weiter zeigen. Oder beziehungsweise du brauchst niemandem mehr was zeigen. Wenn du einen Titel gewinnst, dann brauchst du niemandem mehr irgendwas sagen darüber. Das weiß jeder. Viele in seiner Mannschaft wissen, wie er sich anfühlt, der Pokal, wie es ist, ihn hochzuheben. Er weiß es noch nicht, will sich's noch nicht mal vorstellen. Nein, damit sich jetzt zu beschäftigen, wie man am Ende feiert, ich glaube, das ist immer schon ein schlechtes Omen. Und wir haben einfach die Möglichkeit dazu, die Chancen stehen 50-50. Die Chancenverteilung sieht Ter Stegens gegenüber, aber ganz anders. Ja, es macht er natürlich gut. Es ist einfach, glaube ich, uns den Ball so zuzuschmeißen. Und ich glaube, er weiß auch, wie gut sie gegen Real Madrid gespielt haben. Und das wissen wir auch. Und das versucht er jetzt natürlich ein bisschen wegzuwischen. Nicht wegzuwischen, die freundliche Wertschätzung des Kollegen Buffon, der sagt: Marc ist sehr jung. Ich wünsche ihm eine sehr lange Karriere, geschmückt mit sehr vielen großen Siegen. Ab morgen dann, versteht sich. Doch Ter Stegen sagt, wie seine erste Barca-Saison zu Ende gehen soll. Wir haben es echt gut gemacht bis hierhin und wir wollen es natürlich gut beenden. Ein Jahr in Barcelona und er ist Meister. Er ist Pokalsieger und heute vielleicht Champions League-Sieger.